Heute möchte ich euch meine Neptun 22 Sanssouci einmal vorstellen. Die Sanssouci ist ein sogenannter Backdecker, der Nachfolger der eigentlich von Anton Miglitsch gezeichneten Original Neptun 22. Sie unterscheidet sich durch einen anderen Decksaufbau und wesentlich mehr Raum unter Deck. Meine Neptun 22 ist ein Kielschwerter, das heißt, sie hat einen kurzen Kiel aus Gusseisen und ein Ballastschwert. Insgesamt ein Ballast von 320 Kilo. Der Tiefgang beträgt 55 cm ohne Schwert, mit abgesenktem Schwert 1,5 m. Willkommen an Bord. Hier die Heckansicht, wo mein Motor im Schacht verbaut ist. Doch lasst uns unter Deck gehen, denn die Neptun ist aufgrund ihres Hubdachs ein wahres Raumwunder. Seht selbst. Es gibt zwei Ausbauvarianten, Dinette und Längskoje. Dies ist eine Dinette-Version, wo vier Erwachsene bequem sitzen und essen können. Die Dinette kann auch für zwei Personen als Doppelkoje umgebaut werden. Auf der Steuerbordseite befindet sich die Pantry oder auch der Küchenblock. Dort habe ich eine Spüle mit fließendem Wasser und ein Gasherd mit zwei Flammen. Im achteren Bereich befindet sich die Hundekoje, wo entweder eine Person schlafen kann oder, wie in meinem Fall, die Kühlbox wohnt. Geschlafen wird bei uns im Vorschiff. Die Vorschiffskoje ist an der breitesten Stelle 2,45 Meter breit. Der Locus befindet sich bei uns unter der Vorschiffskoje. Man kann ein gepolstertes Brett herausnehmen und schon ist gut Sitzung zu halten. Die schwarze Kiste ist unser Gaskasten. Mit Außenentlüftung und normgerecht mit Kupferrohr installiert. Die Segelfläche ist im Prospekt mit 26 Quadratmeter am Wind angegeben. Mein Heimatrevier ist der große Brombachsee mit einer Fläche von 9 Quadratkilometern. Er liegt im Fränkischen, 40 Kilometer von Ansbach oder Nürnberg entfernt. Es gibt drei sogenannte Seezentren. Enderndorf, Ramsberg und Absberg-Seespitz. Dort befindet sich jeweils ein Yachthafen. Der Wasserliegeplatz am Brombachsee kostet pro Saison 1.300 Euro. Inklusive ist kostenloses Parken, wenn denn ein Parkplatz zu finden ist, und Strom am Steg zum Laden des Elektroaußenborders.
Ich hoffe, meine Bootsvorstellung hat euch gefallen. Hier noch ein Rückblick auf meinen Liegeplatz in Enderndorf und bis bald.